Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio am Freitag. Wir sind erstmal in einer kleineren Runde, nämlich hier im Radio bei 1 Live und im ARD-Sender 1 Festival. Und das WDR-Fernsehen kommt ungefähr so nach 20 Minuten dazu. Schön, dass ihr da seid. Wie immer freitags eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, dann meldet euch bei mir unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de plus Telefonnummer, eure Telefonnummer, und mailt, wenn ihr mailt, relativ kurz, damit die Kollegen nicht so lange lesen müssen und recht schnell Bescheid wissen, um was es bei euch geht. So, die erste Anruferin bei mir heute Nacht ist die Sibylle, und Sibylle ist 57. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Sibylle. Weswegen rufst du mich an? Ich rufe eigentlich zu dem Thema von gestern noch an. Ja. Und zwar, also ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben. Ja, ja. Aber dann ging es bergauf. Es geht jetzt wieder langsam bergauf, ja. Ja, was ist geschehen? Letztes Jahr im Juli bin ich nach Kenia. Ja. Wollte auswandern, also heiraten und dort ein kleines Geschäft aufmachen und schauen, dass, naja. Heiraten, hattest du einen Kenianer kennengelernt? Ja, ja. Ja. Hier in Deutschland kennengelernt? Nein, in Kenia. In Kenia, während einer Urlaubsreise? Ja. Mhm. Und dann war das noch so, er wollte eigentlich schon heiraten, aber das Finanzielle war für ihn im Vordergrund. Also wenn ich jetzt viel Geld gehabt hätte, wäre alles wunderbar gewesen. Ja. Aber das hatte ich nicht. Ja. Dann auf einmal wollte er nicht mehr. Da warst du aber schon unten. Da war ich schon unten, ja. Und hat es hier alles aufgelöst? Und hatte hier alles aufgegeben. Alles? Alles. Wohnung? Wohnung, alles weg. Alles weg. Mit wie viel Geld bist du da runtergefahren? Es war nicht so viel. Ungefähr, sag mal so, damit ich mir so grob vorstellen kann. 100.000 oder 50.000? Nee, Domian. Nee. Ich bin kein Millionär. 10.000? Ich lebe von Hartz IV. Oh ja, dann kann das nicht so viel sein. Ja. Also genau. Ein paar tausend Euro. Ja. 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 Dann, so, dann warst du da unten und der junge Freund wollte nicht mehr. Wie alt war er eigentlich? Er war, er ist jetzt 60 geworden. Ah ja, also auch nicht mehr so ganz jung. Nein. Dann wollte er nicht. Dann wollte er nicht mehr und ich stand da. Was soll ich machen? Nachher hatte ich kein Geld mehr. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ja. Habe einen Suizidversuch gemacht. In Kenia? Ja. Was hast du gemacht? Tabletten genommen. Mhm. Und da hätte man eigentlich einen Herzstillstand haben sollen, war aber nicht. Nach einigen Stunden musste ich brechen und das kam, also wirklich, die Tabletten kamen raus wie mit einem Wasserstrahl rausgespritzt. Mhm. Körper hat sich dagegen gewehrt. Und dann habe ich gesagt, du da oben im Himmel, du hilf mir. Gib mir die Kraft, dass ich für den Neuanfang wieder überhaupt die Kraft haben, um neu anzufangen. Mhm. Naja, da habe ich gesagt, okay, ich muss alles versuchen. Dann habe ich Freunde angerufen, schickt mir Geld, dass ich ein Flugticket zurückhaben kann. Kurze Unterbrechung. Während du diese Krise durchlebt hast in Kenia, hast du da bei deinem Freund gewohnt? Nein, nicht in seinem Haus, aber wir waren jeden Tag zusammen. Wo hast du gewohnt? Ich habe in einem Hotel gewohnt. Und warum hast du nicht in seinem Haus schon gewohnt, wenn du schon da warst? Das ging nicht, weil das Haus wurde überfallen kurz vorher von den Maasai. Ja. Und er konnte ja nicht ins Haus. Ach so. Er hatte Angst. Er hat selber auch in einem Hotel gelebt. Ach so. Aber in einem ganz kleinen und armen, also. Aber während dieser Krise, er hat das ja auch mitbekommen mit deinem Selbstmordversuch. Nein, das hat er nicht mitgekriegt. Ach, das hat er nicht mitbekommen? Nein. Hast du das verheimlicht? Ja. Ja. Aber er hat die Krise mitgekriegt. Er hat schon mitgekriegt, dass was nicht stimmt, ja. Und währenddessen wart ihr dann auch noch zusammen? Ja. Und dann hast du Hilfesignale nach Deutschland geschickt, zu Freunden, immerhin Bekannten. Ja. Habt ihr Kohle, könnt ihr mir ein Ticket, ein Flugticket schicken? Genau, genau. Und haben und, die? Dann nachher eine Wohnung, wenn ich heimkomme, dass ich irgendwo übernachten kann. Ja. Und das wurde alles schon von Kenia aus gemacht dann und es hat dann auch geklappt.
Und jetzt kriege ich halt wieder Hartz IV und es geht mir also relativ gut. Die ganze Geschichte war im Juli vorigen Jahres. Also jetzt letzten Jahr, ja, bis im September bin ich zurückgekommen. Im September. Am 20. September war der Rückflug. Du musst doch abgrundtief enttäuscht von deinem Freund sein. Ja. Bist du auch. Mhm. Das heißt, diese Beziehung besteht nicht mehr. Ich habe ihm zwar nochmal geschrieben, aber ich glaube nicht, dass ich noch eine Antwort kriege. Was hat er denn gesagt, als du dann zurückfahren wolltest nach Deutschland? Ist okay. Ist okay. Mhm. Mhm. Das heißt also, wenn du mit mir auf Deutsch, wenn du mit mehr Kohle rübergekommen wärst, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast, dann wäre es gut gegangen. Dann wäre es gut gegangen. Mhm. Also Erkenntnis, der war scharf nur auf dein Geld. Ja, genau. Wie lange kanntest du den vorher schon? Ich kenne den schon seit 1986. So lange? Ja. Da hat man sich dann aber getäuscht in den Menschen. Mhm. Na, da war zwischendurch mal Stillstand, dass wir uns nicht geschrieben haben. Und Aber dem war doch klar, dass du keine reiche Frau bist. Ja. Und dem war doch klar, wenn du kommst, dass du da nicht mit... Nein, Europäer haben Geld. Achso, er denkt generell Europäer wahrscheinlich... Europäer haben Geld, die haben so viel Geld, dass sie also praktisch Kenia kaufen können. Mhm. Und da wurde ihm das aber klar, als du denn da runterkamst, dass es eben nicht so war. Ja, ja. Dass du auch eher eine arme Frau bist. Und dann war er natürlich auch enttäuscht. Ich habe ihm das aber geschrieben und habe gesagt, du, ich kann nicht, das geht nicht und ich habe nicht so viel Geld und naja, also, habe ich halt wieder neu angefangen. Hast du jetzt einigermaßen Fuß gefasst wieder? Ja. Ja, das schon. Ja. Mhm. Ich habe eine schöne kleine Wohnung für mich. Ja. Wie und, hast du das Geld denn zusammengekriegt wieder für eine Einrichtung? Die hattest du doch wahrscheinlich auch aufgelöst. Ich habe jetzt eine Wohnung, die ist voll möbliert. Ach so, die ist nur möbliert? Ja. Mhm. Ja. Aber sind nicht deine eigenen Sachen, noch nicht? Nein. Das heißt, das musst du dir jetzt peu à peu irgendwie zusammenkaufen oder besorgen, wenn du deine eigene Sachen... Ja, ich lasse es jetzt im Moment so, wie es ist. Es ist also eine wirklich schöne Wohnung. Ja. Und ich bin also wirklich froh, dass ich doch wieder so weit geschafft habe. Mann, das hätte aber wirklich ganz schlimm ausgehen können. Ja, wenn ich also meine Freundin nicht gehabt hätte, dann wäre fertig gewesen. Ja, das zum einen. Und wenn du die Tabletten nicht erbrochen hättest, ja, dann würden wir beide jetzt nicht miteinander reden. Nee, ich glaube auch nicht. Hm. Einerseits ist das ja eine mutige Angelegenheit, in deinem Alter zu sagen, okay, ich fange nochmal ganz neu an und gehe auch... Ich habe gesagt, das ist die einzigste Chance, dass ich in meinem Leben noch was ändern kann. Mhm. Und umso bitterer, wenn man dann auf die Nase fällt. Ja. Damit, was hast du gelernt? Damit musste ich ja irgendwo leben. Ja. Ich musste mir ja sagen, wenn es nicht geht, was soll's? Ja, ja natürlich. Dann fange ich halt in Deutschland nochmal von vorne an. Ganz klar, unbedingt. Was hast du gelernt jetzt aus dieser Episode? Dass ich also wirklich auf mein Geld aufpassen muss. Ja. Und bei den Männern sehr vorsichtig sein musst, ob die dich wollen mit oder... Männern, im Moment habe ich überhaupt keine Ambitionen mehr in eine männliche Richtung. Ja. Bist du erstmal bedient nach all dem, was da vorgefallen ist? Ich habe im Moment die Nase voll und das gesundheitlich geht es mir auch nicht so gut. Das ist natürlich schwierig. Haben denn deine Freunde, Verwandten, gab es auch welche unter, die so ein bisschen hämisch waren hinterher nach dem Motto, ja komm, siehst du ja, voll auf die Nase gefallen? Also meine Freunde nicht. Die wirklichen Freunde nicht? Das heißt, du hast ja schon ein paar wirkliche Freunde, die zu dir gestanden haben. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Wenn ich die nicht gehabt hätte, ich wär nicht hier. Wenn das denn geklappt hätte da unten in Kenia, meinst du denn, dass du dich da so als... ja, als Mitteleuropäerin, als Deutsche eingefunden hättest nochmal so richtig? Ja, das schon? Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Dafür kanntest du das Land schon? Trotz Alter und allem, aber auch. Ja. Er hätte mich schon auch nachher noch geheiratet, aber ich habe gesagt, das hat keinen Wert, für was sollen wir heiraten? Mhm. Du bist in Kenia, ich bin in Deutschland, das ist schön. Nee, Idiotie denn. Ja, ich habe nur Probleme durch das. Und Ja. Aber, Sibylle, was soll's? Ich finde gut, dass du es gemacht hast. Und du bist jetzt auf die Nase gefallen. Okay. Das haben mir viele auch gesagt. Ja. Du hast gemacht, du hast probiert. Stell dir mal vor, du hättest es nicht gemacht und hättest dein Leben lang immer darüber gegrübelt. Ich würde immer drüber nachdenken, ja. Und du würdest garantiert immer sagen, ach, hätte ich das doch mal gemacht. Ja.
Nun ist es, wie es ist, und du hast dich, hast dich wieder hochgerappelt und hast daraus gelernt, und nun gilt es, nach vorne zu gucken. Ich musste mir selber einen Tritt in den Hintern geben, aber es geht jetzt. Das war ja wirklich wie ein Wink des Schicksals, dass du diese Tabletten erbrochen hast, ne? Ja, ja. Ich habe gesagt, durch das, als ich die Tabletten gebrochen habe, habe ich gesagt, okay, du willst mich da oben noch nicht, dann hilf mir. Ja. Und er hat dir geholfen? Er hat mir geholfen, er hat mir so viel Kraft gegeben, ich wusste nicht, dass ich so viel Kraft habe. Ja. Man hat viel mehr Kraft, als man wahrscheinlich denkt, ne? Ja. Liebe Sibylle, nett, dass du angerufen hast. Und alles Gute weiterhin, damit es noch weiter aufwärts geht. Dir wünsche ich auch alles Gute für deine Sendung. Dankeschön, sehr nett. Und habe mich gefreut, mit dir zu sprechen. Das gebe ich gerne zurück. Tschüss, Sibylle. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser Telefonnummer oder mailt uns unter domian@wdr.de. Thomas ist hier. Thomas ist wie alt? Ja, hallo, Domian. 23. Stimmt das? Hallo, ja. Thomas ist 23. Ja. Hallo, Thomas. Weswegen rufst du an? Und zwar geht es sich darum, wie kann ich es jetzt beschreiben? Und zwar, dass ich immer mit meinem Sohn, also von meiner Ex-Freundin, immer alles falsch mache. Aber also aber das ist dein Kind schon. Es ist mein Kind. Und ihr seid aber getrennt, du und deine und die Mutter des Kindes, ihr seid getrennt? Ja, wir sind getrennt. Und sie sagt, dass du immer alles falsch machst? Ja, sie meint, dass ich immer alles falsch mache, wenn ich mal für einen Tag am Wochenende bei mir habe. Was? Wie alt ist der Kleine? Der ist jetzt 8 Monate. 8 Monate. Und was machst du angeblich falsch? Zum Beispiel mit sauber machen, also mit Windeln, die wären klitschnass ohne Ende, was gar nicht wahr ist, also was auch meine Oma und meine Mutter auch bestätigt und so. Also deine Oma und die Mama sind dabei und helfen dir so ein bisschen, wenn der Kleine da ist? Ja, also ich weiß ganz genau, dass ich es alleine für mich kann, und die sehen das auch, wie süß er dann immer angezogen ist, wenn er bei mir ist. Ja. Bevor ich ihn am Wochenende bekomme, dann kaufe ich ihm extra neue Sachen, damit er immer schön frisch angezogen ist. Ja. Okay, was ist noch ein Vorwurf? Also sie sagt, dass du ihn nicht richtig sauber machst. Und ja, und sie möchte gerne immer Punkt 2 Uhr, dass er sein Mittagessen bekommt. Mhm. Das kann ich aber nicht, weil ich fütter ihm, wenn er Hunger hat und wenn er Bedarf hat. Würde ich erstmal so als Nicht-Vater intuitiv auch sagen, das ist okay, wenn man sich so, ja, grob vielleicht schon an Zeiten hält. So Kinder müssen ja auch einen Rhythmus haben. Mhm. Aber es muss ja nicht Punkt 2 Uhr sein. Ja. Ja. Was noch? Was wirft sie noch vor? Ja, also das sind so die Sachen, was ich dann halt alles immer falsch mache. Mhm. Zum Beispiel, wie ich sage, und ich würde mich nicht um ihn kümmern. Also das stimmt schon mal ja nicht. Aber das klingt ja fast eher so, als hätte sie mit dir ein großes Problem und wälzt das jetzt auf die Beziehung, auf deine Beziehung zu dem Kind ab. Das kann natürlich auch sein. Wie lange seid ihr auseinander jetzt schon? Wir sind jetzt über einen Monat, also seit so Valentinstag jetzt. Ja, und warum habt ihr euch getrennt? Und zwar, sie ist mit meinem Bruder fremdgegangen. Oh, mit deinem Bruder? Mit meinem eigenen Bruder. Nur fremdgegangen? Was heißt nur? Also nur... Bettmäßig. Ja, also sexmäßig. Ja. Mehrfach? Einmal. Obwohl sie mir vorher immer gesagt hat, sie wird mir nie fremdgehen. Wir waren gerade vielleicht 1,5 Jahre zusammen oder fast 2 Jahre. Ja. Wie ist das rausgekommen? Wer hat gebeichtet? Meine Freundin hat das, meine Mutter gesagt. Meine Mutter hat das verlangt, dass sie das mir sagt. Deine Freundin hat es deiner Mutter erzählt, auch kurios. Ne? Ja, ja, das war eigentlich ein gutes Verhältnis zwischen meiner Freundin und meiner Mutter. Es war ein sehr gutes Verhältnis. Ja. Sie haben mich sehr gut immer verstanden und haben auch immer alles so beredet, wenn es so Probleme gab und so. Wie alt ist dein Bruder? Mein Bruder ist, der ist jetzt 25. Ja. Was denkst du denn über deinen Bruder? Das ist ja auch schlimm, finde ich, für dich, dass dein Bruder das gemacht hat. Weil das ist ja sowas von Tabu. Tabu geht es ja nicht mehr, die Frau des Bruders anzufassen. Was denkst du über deinen Bruder? Ja, da denke ich eigentlich auch nichts Gutes. Also hat er sich denn dazu mal geäußert? Hat er mit dir gesprochen? Nee, er war Single. Er hat zu mir gesagt, ich bin frei, ich kann machen, was ich will, aber deine Freundin, die ist mehr schuld, die war halt in eine feste Beziehung drin. Mhm. Und ist aber eine sehr arme Ausrede, finde ich. Ja. Mhm.
dann hast du auch keinen besonderen Draht und keine besondere Verbindung zu deinem Bruder. Ja, es geht, also... Vorher auch nicht gehabt. Es geht, also mein Bruder ist im Moment bei meiner Mutter, weil er hat ja im Moment auch keinen Wohnsitz und so. Und wie weit wohnst du von deiner Mutter entfernt? Vielleicht 3-4 Minütchen. Ach so. Und in derselben Straße. So, das heißt, du läufst deinem Bruder oft über den Weg? Ja. Und redet ihr denn normal miteinander, oder... Ja, eigentlich normal. Also ich versuche eigentlich, also oder... Hast du ihm das... Kann eigentlich gut locker damit umgehen. Hast du ihm das schon ein bisschen vergeben? Ja, so... Ja, so eigentlich ja. Würde mir nicht so schnell gelingen, aber ist ja okay. War das denn jetzt so ein einmaliger Ausrutscher, auch von deiner Freundin? Oder war die früher auch schon mal irgendwie, ist da was Komisches passiert? Zuerst, also vor ungefähr, sagen wir mal, 8 Monate oder 9 Monate, hat sie mit mir auch schon mal Schluss gemacht. Hat sie auch ehrlich schon gesagt, dass sie was für meinen Bruder empfindet. Ach so, das war sogar schon mal im Gespräch? Ja, das war schon mal im Gespräch. Ah ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, und dann hat mein Bruder gesagt, nein, niemals, ich möchte sie nicht und so. Ja, und dann habe ich sie verziehen und so, habe gesagt, ja gut, okay, ist in Ordnung. Und dann, ja, und dann natürlich Balletten. Es ist passiert. Hast du dich denn dann von ihr getrennt oder hat sie gesagt, ich trenne mich? Nee, ich habe mich geteilt. Du hast dich getrennt. Und hat sie das dann gleich mitgemacht? Sie hat versucht, wieder alles Gute hinzukriegen in der Beziehung. Ja. Und da habe ich natürlich gesagt, nein. Also meine Meinung ist so, wer einmal fremd geht, den traue ich einfach nicht mehr. Und zumal, wo das ja zuerst war, mit dass sie zuerst versuchen wollte, meinen Bruder zu bekommen. Ja. Und das war halt natürlich gescheitert. Ja. Kann es sein, dass sie beleidigt ist und auch zornig auf dich, dass du sie quasi vor die Tür gesetzt hast? Ja, das kann natürlich sein. Mhm. Also wir hatten schon immer getrennte Wohnungen gehabt. Na, ich meine jetzt so symbolisch vor die Tür gesetzt. Ja, es ist das natürlich, kann natürlich sein. Ist natürlich sehr wichtig, dass ihr euch irgendwie zusammenrauft, weil ihr habt ein Kind. Wenn ihr kein Kind hättet, dann würden die Wege wahrscheinlich auseinandergehen und ihr würdet euch nicht mehr sehen. Ja. Aber jetzt müsst ihr irgendwie einen Weg finden, indem ihr erstmal vernünftig versucht, miteinander zu reden, dass da nicht ständig eine Spannung herrscht. Und wenn das wirklich nicht zutrifft, was sie dir vorwirft, was du mir gerade erzählt hast, dann liegt es ja offensichtlich wirklich daran, dass sie einfach nur schlecht drauf ist und vielleicht zickig ist und weiß ich was, um einfach nur stänkern will. Dann müsstet ihr beiden, vielleicht wäre es sogar sehr klug, wenn ihr beiden für einige Male mal zu einer Paarberatung gehen würdet, damit das klar auseinander getrennt wird und dass da eine Ruhe einkehrt, eine Ruhe für euer Kind auch. Wär sie da so ein Typ, die das mitmachen würde? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin so ein Mensch, ich komme eigentlich gut mit der Trennung klar. Nur, ja, aber halt sie mit diesem Kind immer halt, wenn ich ihn zu mir habe, dann mache ich halt, wie gesagt, also nach ihrer Meinung nach alles falsch. Ja. Also sagen wir mal. Und wenn du dich dann dagegen wehrst, was sagt sie denn? Wenn du sagst, nee, das stimmt ja gar nicht, das ist alles in Ordnung, was sagt sie dann? Sie meint einfach, sie möchte es so und sie verlangt es so, dass es so und so und so gemacht wird. Also, ich würde es vielleicht noch ein bisschen beobachten und würde auch versuchen, auch nochmal von deiner Seite einfach ganz klar nochmal mit ihr zu reden, dass ihr eine Linie findet, ihr beiden. Und wenn es nicht funktioniert, dass ihr euch von außen eine Hilfe holt für ein paar Mal als Gespräch, um einfach zu gewährleisten, dass ihr euch nicht in den Haaren habt, weil wenn ihr euch in den Haaren habt, ist das schlecht für das Kind. Das ist doch ganz klar. Ne? Ja, dann ist es ja so, haben wir uns ja noch nicht mal so in die Haare. Also eigentlich können wir auch eigentlich gut miteinander so klarkommen, trotz der Trennung. Naja, aber diese Sachen, die du gerade beschrieben hast, sind ja dann, wenn das jetzt schon so anfängt, wird das unter Umständen ja auch noch nerviger werden und halt auch belastender für dich und für euch. Nur halt, sie möchte halt immer mit dem Kind so, wie sie es gerne möchte, und dies und das. Und
das ist halt das Problem. So eigentlich kommen wir eigentlich miteinander klar. Also das ist nicht so das Problem. Habe ich schon verstanden. Thomas, jetzt mache ich mal folgenden Vorschlag. Wir rufen dich gleich nochmal, jetzt gleich nochmal zurück. Das heißt, meine Psychologin, ja, die gibt dir noch ein paar Adressen an die Hand, falls es noch schlimmer wird und eskaliert, dass du weißt, ihr wisst, wohin ihr euch wenden könnt, okay? Ja, okay. Du legst bitte auf und Magdalena ruft dich jetzt gleich an. Gut, okay. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.20 Uhr und jetzt machen wir ein paar Takte Musikpause und warten auf die Zuschauer des WDR-Fernsehens. Jetzt sind wir auch im WDR-Fernsehen. Ich begrüße herzlich die Fernsehzuschauer. Jetzt haben wir uns aber verspätet. Mann, oh Mann, 20 Minuten. Das ist in tiefer Nacht eine ganze Menge Zeit. Aber schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Wir haben Freitag, Nacht von Freitag auf Samstag. Haben hier im Radio schon angefangen und wie immer freitags eine freie Themennacht. Ich freue mich sehr, wenn ihr anruft. Also ihr könnt mich heute Nacht anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Angela, 65 Jahre alt, begrüße ich jetzt. Ja, Domian? Ja, guten Morgen. Ja, mein Telefon wird gleich den Geist aufgeben, weil ich schon etwas länger in der Schleife hänge. Ach, das ist aber... Aber ich kann noch erzählen, es geht zu einem anderen Thema, Verletzung beim Sex. Ja. Und ich war früher Krankenschwester. Ja. Und war noch sehr jung und hatte Bereitschaftsdienst im OP. Ja. Und da kam ein Mann so mittleren Alters und wollte sofort einen Arzt sprechen. Und wir mussten immer, früher war das noch sehr streng. Ja. Mussten wir immer erst den Diensthabenden sagen, was los ist. Der wollte nicht rausrücken. Na, jedenfalls haben wir dann also einen diensthabenden männlichen Arzt gefunden. Mhm. Und der zog sich dann mit dem zurück. Und dann kam er also pustend, lachend raus und sagte, ich weiß nicht, erinnerst du dich an Old Spice Flaschen? Das Parfum? Ja, ich erinnere mich daran, ja. Also konisch geformt. Ja, nicht? Ja, ja. Selbiger junger Mann hatte eine Old Spice Flasche im Darm. Ach du lieber Himmel. Er hat, wie das passiert ist, höchstwahrscheinlich war er vom anderen Ufer, was damals ja noch verboten war. So hieß das ja damals. Ja. Und naja, und dann mussten wir natürlich dazukommen und dann haben wir eine Gebärzange geholt und. Also die ganze Flasche war im Po. Ja, die war weg. Die sah man gar nicht mehr. Die sah man gar nicht mehr. Und die rutschte natürlich durch die Form immer weiter nach oben. Ja, weil die so wie so ein Kegel. Genau, ja, so ist. Ein Kegel, ja. Genau. Und die war eben sozusagen mit dem konischen Teil nach oben. Wie groß waren die? So wie so ein Bierglas? Nee, nicht kleiner, so groß. Ne? Die war kleiner. Kleiner, ja. Ja, aber jedenfalls, das endete eben damit, dass dieser arme Mann, wir haben die ganze Nacht versucht, die rauszuholen mit allen möglichen Instrumenten. Ja. Und gegen morgen musste der operiert werden. Ach du lieber Himmel. Der ganze Darm war kaputt, der musste einen künstlichen Darmausgang gelegt kriegen. Das heißt, die Flasche war schon sehr weit gewandert. Die ist immer weiter hochgerutscht und hat natürlich den Darm kaputt geschlagen. Und das gibt eine Bauchfellentzündung. Mm. Die hat also wochenlang gelegen, dann hat die Kasse nicht bezahlt, nicht? Weil das eben, es war abartig, nicht? Das war ja kein Unfall. Und der steckt sich schon Parfümflaschen in den Po? Nach dem Motto. Sag mal, der hat dann einen künstlichen Darmausgang gelegt bekommen, was ja schon sehr schlimm ist. Ist der wieder rückverlegt worden irgendwann? Das weißt du nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube eigentlich nicht, es war zu viel zerfetzt. Das heißt, der Mann hat das bitter bezahlen müssen, seine sexuellen Spaß mit der Parfümflasche. Genau. Wie alt ungefähr war der? Was hast du vorhin gesagt? So? Ach so, ich würde sagen, der war so Ende 20. Ende 20, ja. Ja. War für den ja wahrscheinlich dann auch irre peinlich alles, ne? Natürlich, deswegen wollte der auch keine Schwester dabei haben. Nicht? Und uns auch nicht sagen. Und ich meine, früher war das ja alles ganz anders. Ja, natürlich, ja. Wie schwer die Verletzungen waren, weißt du nicht mehr genau. Doch, das war total der untere
Also der Dickdarm war total zerrissen. Ganz zerrissen? Ja, ja, das war. Und vor allem ist es ja dann gefährlich, dann gibt es eine Bauchfellentzündung. Mhm. Und früher gab es noch nicht so viel Penicillin, dass das also so schnell, ne, geheilt wurde. Jetzt bin ich ganz verspannt, weil du gerade gesagt hast, dass das Telefon ist gleich weg. Aber das merken wir dann, wenn es weg ist, ist es weg. Ja, das ist genau so. So lange können wir reden. Ja. Weißt du denn noch, wer das bezahlt hat, ob er das dann selbst bezahlen musste, die ganze Geschichte? Weißt du nicht? Das weiß ich nicht mehr. Das damals kümmerte man sich da auch nicht so drum, weißt du, wenn man im OP war. Ja, ist klar. Das ist schon so lange her, aber ich meine, bei der Klobürste musste ich doch auch dran denken. Ja, das hat mich ja wirklich vom Hocker gerissen am Dienstag, als da jemand erzählte, eine Klobürste im Po gehabt. Naja. Ja, gut. Ja, Angela, schön, dass es doch noch geklappt hat, dass du es hast erzählen können. Also ich meine, das andere noch, ich lebte in einer Hafengegend damals und damals war es eben sehr verpönt und da war eben auch was Furchtbares passiert. Auch eben, der war wohl auch vom anderen Ufer, hatte vielleicht irgendwelche Arbeiter auf der Werft belästigt und dem haben sie Pressluft in den Darm gejagt und der ist geplatzt, der ist tödlich dran verunglückt. Den haben wir dann zur Obduktion gehabt, aber ich meine, sowas ist eben furchtbar. Ne? Oh, wie schlimm. Ja, also es war ein Mord dann, kann man sagen. Das war Mord, aber es war ein Gemeinschaftsmord. Also deswegen ist es nie jemand zur Verantwortung gezogen worden. Nie jemand zur Verantwortung gezogen? Nee, die haben es zusammengehalten, das konnte niemand sagen. Also man hat die Pressluft diesen Menschen in den Darm... In den Aftern, ja, geschoben. Nicht? Das will man sich gar nicht vorstellen. Was der Mensch für Schmerzen hat ausgehalten? Ja, das ist furchtbar, aber ich meine, es war ja, ich meine, das ist ja nun schon so lange, das ist 59 gewesen. Da musst du dir überlegen, wie damals noch die Verhältnisse waren. Ja, also ja. Der Homosexualität war ja... Na, du warst im Gefängnis. Du saßt halt im Gefängnis, wenn du erwischt worden wärst. Genau. Das kann sich ja heute keiner mehr vorstellen. Aber weißt du, ich glaube, dass solche Affinitäten zu all diesen Sachen, die wir gerade jetzt gehört haben, sei es nur die Klobürste oder die Flasche, das ist nicht unbedingt immer eine Sache von Homosexuellen. Also, ich weiß nicht. Nein, das würde ich, also ich meine, es gibt ja auch Frauen, die sich merkwürdige Sachen... So. Also das will ich nicht nur sagen, dass das Homos gewesen sind. Ja, ist auch völlig wurscht, welche Ausrichtung die hat. Und wie gesagt, jeder auf seine Fasson, nur man sollte nicht jemanden eben dabei so... Nicht? Ja, man sollte sich selbst auch nicht verletzen dabei. Nicht? Ne? Das ist das Allerwichtigste. Liebe Angela, danke für deinen Anruf. Bitteschön. Alles Gute. Ja, dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr diese Nummer wählen. Hier ist Julian. Julian ist 14 erst. Hallo. Ja, hallo Domian. Hi, bist du aber lange auf? Ja, dementsprechend am Wochenende ist es ja relativ egal. Dann geht das ja. Kannst du ja ausschlafen. Ja, meine Geschichte ist, und zwar... ich habe eine eigene Firma gegründet. Nein, mit 14? Doch, ja. Mit 14, ja. Also was heißt eine eigene Firma gegründet? Ich habe in eine andere Firma praktisch, also ich hatte eine Idee oder habe eine Idee gehabt. Ja, was ist das für eine Idee? Also das ist so, wie soll man sagen, Jugendliche laufen Werbung für andere Firmenpartner, ja. Laufen Werbung? Ja, also es hört sich jetzt, also das ist so, und zwar, die kriegen ein T-Shirt von mir bereitgestellt. Ja. Und wenn dann ein Werbepartner kommt, dann... kriegen die dann Aufkleber drauf. Achso, verstehe. Dann steht auf dem T-Shirt steht... steht ja zum Beispiel 1 Live Domian und deine Telefonnummer oder so. Zum Beispiel. Oder es kann auch Mercedes draufstehen. Mercedes oder keine Ahnung. Irgendwas. Ja, und damit laufen die dann den ganzen Tag durch die Gegend, kriegen dafür ihr Geld, ja? Ja. Und der Vorteil daran ist, am Zeitung austragen hast du halt festen Termin und musst es machen, wann du... Ja? Ja. Und kannst halt, wenn zum Beispiel schönes Wetter ist, musst du trotzdem deine Zeitung austragen und kannst nicht mit deinen Freunden Fußball spielen gehen. Ich verstehe. Ja? Bei meiner Firma ist es so, da gehst du halt mit dem T-Shirt Fußball spielen, verstehst du? Dann sehen deine Freunde Mercedes. Ja, absolut eingängig. Zahlen denn Firmen für sowas? Ja, natürlich. Also, weil das ist die einzige Möglichkeit, in Schulen Werbung zu machen. Du darfst jetzt nicht als Mercedes da ein Plakat aufhängen, Mercedes sponsert, das und das Gymnasium. Wie pfiffig, bist du da selbst drauf gekommen? Ja, ich bin da selbst drauf gekommen. Das ist ja verrückt. Und mit welchen Firmen kooperierst du schon? Also, es ist jetzt, es sind noch kleinere Firmen, ja. Also die kennt man nicht so. Meine Firma gibt es auch noch nicht so lange. Ich bin ja noch nicht 14, noch nicht so lange 14. Ach so. Man darf erst mit 14 anfangen. Ach, mit 14 darf man anfangen. Die kam ja auch erst im Februar, Ende Februar. Ja. Anfang Februar. Ja, und seitdem baue ich das jetzt auf, ja. Ja. Ja, und vor allen Dingen, du kannst deine Leute für dich arbeiten lassen.
Du brauchst gar nicht selbst damit rumlaufen. Du kannst es selbst auch machen, aber du kannst eben auch andere arbeiten lassen. Du kannst auch andere arbeiten lassen, ja. Also das heißt, du hast jetzt so kleinere Firmen in deiner Umgebung angesprochen oder Geschäfte angesprochen. Ja. Und die haben. Ja, ich habe auch zum Beispiel, also meine Mutter hat ein großes Fotostudio in Berlin. Ja. Und die hat immer so Partys, so Business-Treffen, sag ich jetzt mal. Da habe ich Leute angesprochen, habe super Resonanzen gekriegt. Ja. Ja. Und habe jetzt schon ganz viele Partner und Sponsoren. Ja. Zum Beispiel meine komplette Internetseite wird gesponsert. Ja. Aha, aha. Bist du, ja. Rufst du aus Berlin auch an? Nee, ich bin gerade bei meinem Vater in Bayern, aber so, normalerweise bin ich in Berlin. Du lebst in Berlin, das heißt, da hast du ein großes Umfeld, wo du halt auch Leute ansprechen kannst. Ich habe ziemlich großes Umfeld. Ich habe jetzt in 2 Monaten 800 Jugendliche in meiner Kartei. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja, da bist du ja ein richtiges Talent, wenn du in dem Alter schon so früh anfängst. Ja, ich meine, irgendwas muss ja, wenn wir uns muss ja einen Rück durch unsere Nation gehen, ne? Aber hallo. Muss man ja als guten Beispiel vorangehen. Wenn wir uns in 20 Jahren widersprechen, dann bist du Vorstandsvorsitzender von Daimler Chrysler oder sowas. Ja, Vorsitzender von Daimler Chrysler in 20 Jahren wäre natürlich schön, ne? Oder was heißt Daimler Chrysler? Du hast deine eigene riesengroße. Vielleicht bist du der Bill Gates, unser Bill Gates, kann ja sein. Ja. Du baust jetzt ja, irgendwas auf. Einfach, weißt du, das ist so, sind so Sachen. Man fängt ja, Bill Gates hat ja auch klein angefangen, ja. Der ganz hat da klein, wie einen Taschenrechner gebaut und dann Aber dann hast du aber auch so Spaß an so Ideen ausbrüten und. Ja, Ideen erzählen und jetzt vor allem das vorzustellen. Ja. Ich mag auch total diese Vertragsverhandlungen mit anderen Leuten. Du bist auch ein knallharter Verhandler wahrscheinlich. Ja, ich bin ziemlich knallhart. Ja. Im Moment jetzt noch nicht so, ich kann ja noch keine hohen Ansprüche stellen. Nee, aber ich glaube, dich kann man nicht so leicht über den Tisch ziehen. Nö, also ich pass auf, ja. Wie viel Kohle hast du denn schon verdient jetzt in der kurzen Zeit? Naja, ich habe noch nicht so wirklich viel verdient, weil das ist halt alles noch im Aufbau. Also jetzt werden gerade die Flyer gedruckt und sowas alles. Mhm. Und das ist halt alles noch relativ frisch, ja. Mhm. Und ich habe jetzt einen Partner, der sucht Leute in Köln, ja. Und da habe ich mir gedacht, da kannst du mir vielleicht helfen. Jetzt rufst du mal bei dem Domain an, da kann man vielleicht irgendwas drehen. Ja, vielleicht so. Ich habe mir gedacht, da kannst du mir vielleicht helfen, ja? Vielleicht sollten wir beide nochmal privat miteinander telefonieren. Ja. So, sag mal, Live-Werbung oder so. Es gibt ja auch Kabelradio, das haben wir auch in Berlin, ja? Ja, aber ich muss dich noch was fragen, was die rechtliche Geschichte anbelangt. Es ist so, die rechtliche Geschichte ist so, also ab 14 kann man eine Firma gründen mit einem Vormund. Ja? Ich bin jetzt in einer Firma drin, das ist die Firma, die ich gegründet habe, oder meine Idee heißt JVK, also Julian Vincent Krüger, so heiße ich. Ja. Lebende Werbeflächen, ja. Ja. So, und Und deine Mama ist... Das ist jetzt eine Abteilung von einer Firma. Ja, ach so. Und wer ist die Hauptverantwortliche? Deine Mutter, oder? Ja, also die hilft mir da und die unterstützt mich ungemein, weil alleine kann ich das ja nicht machen. Ich meine, erstens brauche ich einen Vormund, ja. Ja, ist völlig klar. Und in dem Alter ist es... Ich meine, wenn man eine Firma gründet, das ist ja schweineteuer, ja. Ja, ja, also, ist das teuer, wenn man eine Firma gründet? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine GmbH gegründet hätte... Ja. Hätte ich alleine nur, um die zu gründen, 25.000 Euro Eigenkapital auf den Tisch legen müssen. Stimmt. Aber so groß musst du ja nicht anfangen gleich. Und dann kommen noch die Notarkosten und sowas. Die kommen auch noch dazu, ich verstehe. In welcher Klasse bist du im Moment? Ich bin jetzt 8. Klasse. 8. Klasse. Was war dein Berufstraumziel? Ja, irgendwas, wo man quatschen muss. Also Moderator, Politiker, Schauspieler, irgendwie sowas. Achso, ja, Politiker wäre auch keine schlechte Idee. Ja, und jetzt habe ich mir halt gedacht, weil es gibt in England einen, der macht Werbung auf seinen Hinterkopf. Ja, der klebt sich Aufkleber auf seinen Hinterkopf. Da habe ich mir gedacht, sowas mache ich selber, ja? Ja. Und dann kam einer, dem habe ich das erzählt, der meinte, ey, such mir noch 50 andere Leute, ja? Ja. Ja, und dann habe ich mir gedacht, naja, dann machst du es nicht mehr selber, dann verwaltest du das einfach nur noch. Ja, das sind die Klugen. Ja. Weil viele gesagt haben, Hinterkopf ist blöd. Ja. Mach das auf dem T-Shirt, mache ich das jetzt auf dem T-Shirt. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Ich verstehe. Julian. Viele Werbepartner sagen, ja, das ist doch unsicher und die laufen doch nicht, die kriegen dann das Geld von mir und die machen nichts, aber die müssen das. Ich glaube, wenn die Werbepartner dich kennenlernen und so erleben, wie ich dich jetzt erlebt habe, werden die dir schon vertrauen, dass du den Laden im Griff hast und dass das funktioniert. Ich hab den Laden im Griff, ja, ich kenne meine Pappenheimer sozusagen. Glaube ich. Julian, also wir sollten unbedingt in Kontakt bleiben, da bin ich sehr interessiert, was aus dir wird und wie sich das weiterentwickelt. Ja. Ja? Also, darf ich nochmal kurz meine Internetseite sagen? Nee, darfst du nicht, das ist doch Werbung. Och, wir sind da hier im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da darf man sowas nicht sagen. Och. Ja. Also wer daran interessiert ist, kann uns ja mailen und dann reichen wir. Ja, genau, meldet euch an den Domain, genau. Julian, schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. Ja, schöne Grüße an euch. Tschüss. Hey, das war unser Julian, 14 Jahre, aus Berlin.
So, jetzt gibt's ein bisschen Post, meine Lieben. Ja, es geht los mit Marco. Marco aus Mannheim. Und zwar nimmt er Bezug auf unsere gestrige Sendung. Er schreibt, hallo Domian, ich fand gestern den Anruf von Laila, der jungen Marokkanerin, die beinahe von ihren Brüdern umgebracht worden wäre, weil sie nicht zwangsverheiratet werden lassen wollte, total erschütternd. Sowas passiert also in unserem Land. Ich habe nun wirklich nichts gegen Ausländer, habe immer grün gewählt und empfinde Fremde in unserem Land als Bereicherung. Aber wir müssen nun endlich einmal die Augen aufmachen. Es sind Parallelgesellschaften hier entstanden. Keine Toleranz der Intoleranz. Jeder, der hier leben will, muss sich unseren Verhaltensregeln, das heißt unserem Grundgesetz, bedingungslos unterordnen. Sonst hat er hier nichts verloren. Alles Gute für Laila und sie soll ihren Weg weitergehen. So, und dann gibt es hier einen bösen Brief aus Köln. Ich lese ihm einfach so vor, wie er hier steht. Betrifft, Doppelpunkt, Ihre Sendung zum Thema Verbesserung des Spermageschmackes durch vorheriges Trinken von Ananassaft. Durch Zufall geriet ich in Ihre Sendung und mir wurde dabei derartig schlecht, dass ich gar nicht schnell genug den Abstellknopf erreichen konnte. Pfui Teufel, wo bleibt Ihr Schamgefühl? Wenn diese 17-jährigen Frauen Freude an solch primitiven Biestereien haben, sollen sie unter sich bleiben und nicht in einer öffentlichen Sendung damit prahlen. Inzwischen hörte ich, dass auch anderen Menschen bei diesem Thema schlecht geworden ist. Mit freundlichen Grüßen. Und jetzt kommt der Name. Und das ist wirklich so. Mit freundlichen Grüßen, Alice Geil. Ja, so ist der Name. Und der Andreas hat uns noch geschrieben. Andreas, zu unserer Dienstagssendung. Dienstagsthema verletzt beim Sex. Hallo Domian, in deiner Sendung erzählte eine OP-Schwester von Penisverletzungen durch Staubsauger. Dabei fiel auch der Name Vorwerk. Nun muss ich als Vorwerk-Mitarbeiter aber Folgendes feststellen. Mit einem Vorwerk-Staubsauger kann man sich keine Penisverletzungen zuziehen. Bei den neuen Saugern sitzt nämlich der Motor hinter der Filtertüte. Somit können weder Gegenstände noch Körperteile in den Motor geraten. Da sind wir aber sehr, sehr erleichtert, sofern wir einen Vorwerk-Staubsauger zu Hause haben. Ende unserer kleinen Postecke. Weiter mit euren Anrufen und zwar mit Ben. Und Ben ist 32 Jahre alt. Guten Morgen, Ben. Hallo, Domian. Hallo, Ben. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich halt im Moment mit meinem Leben gar nicht zurechtkomme. Warum? Weil ich im Knast war. Du warst im Knast? Ja, ich war. Wie lange? 200 Jahre. Warum? Einbrüche, Drogendelikte, etc. pp. Das erste Mal? Das zweite Mal. Und vorher, weswegen? Raub. Wie lange vorher? Nur Untersuchungshaft und eine Bewährungsstrafe. Ja. Wie lange bist du jetzt wieder draußen? 2 Monate. 2 Monate erst? Jawohl. Was machst du? Was hast du jetzt in den 2 Monaten gemacht? Ja, die Frage ist, was in den 2 Jahren passiert ist, beziehungsweise in den 2,5, wo ich nicht hier war. Was ist denn passiert? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, die ganze Welt ist verrückt geworden. Wie meinst du das? Ja, ich weiß nicht, ich betrachte das irgendwie alles jetzt mit anderen Augen, weißt du. Wie siehst du es jetzt anders im Gegensatz zu vorher? Ja, früher habe ich alles auf die leichte Schulter genommen und heute ist mir erstmal bewusst, wie hart das alles ist. Was meinst du mit alles? Ja, überhaupt das ganze Leben insgesamt so. Ja. Wenn man wirklich nichts hat, gar nichts. Hm. Ja. Hast du eine Berufsausbildung? Nein, nichts wirklich festgelerntes. Nichts festgelerntes. Ein Schulabschluss? Ja, klar. Nämlich? Realschule. Realschule. Hm. Ja. Hm. Früher auf die leichte Schulter genommen und jetzt kommt dir alles so hart vor. Aber absolut, total. Und durch welche Erlebnisse kommt es dir hart vor? Ja, ich brauche nur jeden Tag Nachrichten gucken, das reicht. Aber die Nachrichten hast du doch im Knast auch gesehen. Ja, eher Radio gehört, sag ich mal. Na gut, aber da hast du auch die Nachrichten gehört. Ja, natürlich, selbstverständlich. Mhm. Aber ich meine aber selten mit bewegten Bildern dabei. Und das hat dich jetzt so umgehauen, die bewegten Bilder? Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin absolut, also ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie ich nochmal Fuß fassen soll jetzt in der Gesellschaft überhaupt. Aber im Knast gab es auch Fernsehen. Ja, natürlich, aber da liefen irgendwelche Science-Fiction-Filme oder irgendwelche billigen Actionstreifen. Mhm.
Nochmal die Frage, was hast du jetzt in diesen 2 Monaten gemacht? Gute Frage, Domian. Ja, einfache Antwort. Erzähl einfach. Mich eingeschlossen. Dich eingeschlossen? Ja. Hattest du noch eine Wohnung oder hast du dir jetzt eine neue organisieren lassen? Ja klar, organisieren lassen, genau so, ja. Und ein Zimmer jetzt, irgendwas ganz Kleines? Ja, ein Apartment. Und hängst da so ab und traust dich nicht raus in die Welt? Ja, ja. Hast du einen Helfer, der dir ein bisschen unter die Arme greift? Nee. Einen Bekannten habe ich. Aber der ist wirklich ein Bekannter. Ja. Bewährungshelfer? Ja, natürlich, klar. Ja, aber die sind meistens so überlastet, die Leute, dass die gar nicht sich um die Einzelnen intensiv kümmern können. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt lache, aber ja, ist so, ja. Freunde von früher sind viele weggebrochen. Die gibt's ja nicht mehr. Ja, natürlich. Nein, gibt's nicht. Nein. Gab es, als du in den Knast gegangen bist, eine Frau? Aber das war auch schon ein bisschen vorher gewesen, ja. Also nach 2,5 Jahren? Die Frau war ja mit so der Auslöser dafür gewesen, dass ich überhaupt so abgedriftet bin, sag ich mal. Ja. Wie denkst du denn jetzt überhaupt über das, was du gemacht hast, über die Vergangenheit? Ja, löschen am besten. Ja. Welche Spuren hat denn der Knast bei dir hinterlassen? Ja. Ich weiß nicht. Also so, es kann ja, der Knast kann ja viele Spuren hinterlassen. Er kann bewirken, ja, dass man irgendwie sagt, ich will hier nie wieder rein und das, was ich gemacht habe, ist scheiße. Mit Sicherheit. Das kann aber auch hinterlassen, dass man sagt, ich gehe jetzt raus und drehe das neue Ding, um dann das sichere Ding zu drehen. Das nicht. Ja. Was ja? Ja, Domian, so wie du es gerade gesagt hast, ich will da auf gar keinen Fall nochmal rein. Ja. Wie gesagt, da war es ja 2. Mal gewesen. Ja gut, du bist jetzt 32, da hast du noch eine Chance, durchaus Fuß zu fassen. Wenn du jetzt anfängst, wenn du jetzt auch richtig willst. Ja. Wenn du einen klaren Strich unter die Vergangenheit setzt. Wenn du 2-mal schon drin gesessen hast, 2-mal wegen diverser Sachen, die du gerade aufgezählt hast, ist das ja schon sehr ernst zu nehmen. Verdammt ernst zu nehmen. Ja. Da musst du, deswegen frage ich jetzt, was du für eine innere Haltung hast. Ist die innere Haltung so 100%ig? Ich habe keinen Bock mehr auf Definitiv. So, gut. Ohne Frage, keine Diskussion, also ist so. So, das ist ja schon mal eine gute Grundlage. Absolut. Wenn du die Grundhaltung schon mal hast, da kann man ja aufbauen. So, was ist jetzt was wäre dein Traum? Lass uns mal spinnen zusammen, was wäre dein Traum? Wir spinnen zusammen, ja. Ja. Ja, weißt du, mein Traum. Träumen kann man, sag einfach mal. So, ja, weißt du, ich bin eigentlich relativ anspruchslos. Gut, aber einen Wunsch hast du ja auch schon. Wenn ich dir jetzt ein Leben zaubern könnte, wie würdest du es gerne haben wollen? Irgendwie eine tolle Frau wahrscheinlich, würde ich mir wünschen. Und eine Familie. Ja? Ja. Und einen Job, wo man etwas Kohle verdient. Ein Job, wo man vielleicht nicht übermäßig viel Kohle verdient, aber vielleicht so viel, dass man in der Lage ist zu leben. Und 2, 3 gute Freunde vielleicht. Ja. So, jetzt muss es angehen. Das ist natürlich sehr schwer, wenn man so eine Vergangenheit hat, gar keine Frage. Aber es gibt genügend Leute, die das auch alle geschafft haben. Absolut. Die vielleicht noch härter dran waren, als du es bist. Ja, das glaube ich. Das heißt, du musst es jetzt angehen. Du musst ja, das ist ja gerade faszinierend. Weißt du, ich sehe sowas gerne, ne, wenn andere Leute es geschafft haben. Mhm. Aber selbst fühle ich mich absolut nicht irgendwie nicht stark genug dafür. Mhm. Ja, du musst es nur wollen. Du musst dir den Ruck geben, indem du dir ein Ziel setzt. Nur so geht es. Ohne ein Ziel vor Augen schafft man nichts. Wird man immer hängen bleiben und immer träge sein. Du musst arbeiten. Das, was du jetzt, der nächste Schritt ist, du musst Arbeit finden. Ja. Das ist genau der Punkt. Und ich weiß, wie schwierig das ist, wenn jemand aus dem Knast kommt und mit der Vita da was zu finden, gerade auch nur in der heutigen Zeit. Ja. Aber du musst es suchen. Und wenn du dich nur einschließt in deiner Wohnung, passiert überhaupt nichts. Da kommt keine Morgen stehe ich auf. Ja. Und dann weiß ich wieder nicht, was los ist. Ja, aber das ist mir schon klar, dass du. Aber du stehst auf und sitzt in deiner Wohnung. Tja. Ja, und genau das ist nicht der Punkt. Du musst raus. Du musst dich mit der Realität konfrontieren.
Ja, aber ich mag auch generell die Welt nicht hier. Das ist generell. Ja, weil du im Moment wirklich wie... In dem, was passiert, überhaupt nicht einverstanden. Was meinst du damit? Generell die Welt? Ja. Ja, aber lass doch mal generell die Welt mal ein bisschen außen vor. Guck mal in deine Welt. Und ich glaube, dass du die Welt an sich mit all ihren Abgründen besser ertragen wirst können, wenn du deine Welt erstmal ein bisschen im Griff hast. Im Moment hast du sie nicht im Griff. Im Moment machst du gar nichts. Du hängst nur ab. Und davon passiert nichts. Ich mache aber auch keinen Unsinn im Moment. Naja, das ist ja schon mal gut. Aber ist ja auch okay, vielleicht wenn man eine gewisse Zeit, 2 Monate ist ja auch noch nicht lange, wenn man eine gewisse Zeit braucht, um sich erstmal ein bisschen zu sammeln und zu finden. Aber nur ist auch bald gut. Du musst auch was machen. Was du alles machen musst, kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass du es tun musst. Ja. Also ich weiß, du sitzt da jetzt, ich sehe dich im Fernsehen und dir geht's gut, verstehst du? Ich weiß es, ich habe gut reden. Ich weiß es, das ist mir völlig klar, musst du mir nicht sagen. Aber wir unterhalten uns und ich muss dir die Wahrheit sagen. Ja, ich würde dich auch nicht anrufen, wenn ich jetzt an deiner Meinung nicht interessiert wäre. Ja. Ich will dir sagen, ich habe es in der Sendung hier schon einige Mal erzählt, ich habe viele Jahre früher im Knast ehrenamtlich gearbeitet. Ja. Und habe auch die Probleme immer mitbekommen von den Jungs, wenn die rauskamen. Mhm. Insofern weiß ich ganz genau, vor welchen Riesenbergen du stehst. Ja. Ich habe viele, viele, viele Scheitern sehen. Aber ich habe auch immer wieder welche gesehen, die es mit Zähigkeit und mit Kraft geschafft haben. Und daher weiß ich, dass man das kann. Und vor den Jungs ziehe ich den Hut, das sage ich dir. Das tue ich auch. Du. Ja, weil ich weiß, dass das viel schwieriger ist, dann in ein normales Leben zu kommen, als für Leute, die ein gut bürgerliches Leben haben, weil alles immer glatt gelaufen ist. Ja, ja. Aber es hängt nur an einem selbst. Es hängt nur an einem selbst. Gut, ja. Es gibt vielleicht Leute geben, die dir ein bisschen helfen können, die dir eine Tür aufmachen können, aber letztendlich musst du es wollen. Ja, ja. Wo wohnst du? In welcher Gegend? Ruhrgebiet. Ruhrgebiet. Ja. Mhm. So. Du suchst Arbeit, ne? Ja. Und du nimmst alles an, was du kriegen kannst. Ja. 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 Manchmal haben wir auch Arbeitgeber, die hier zuhören. Mhm. Wir haben auch eine Mailadresse, nämlich domain@wdr.de. Wenn jetzt jemand zugehört hat im Großraum Ruhrgebiet. Bitte? Ich bin froh, dass ich einen Fernseher habe, wo du gerade von einer Mailadresse sprichst. Ja, du brauchst ja die Mailadresse nicht, aber vielleicht die Leute, die mich anmailen. Die vielleicht zugehört haben, die irgendwo einen Betrieb haben und jemanden suchen und dem eine Chance geben wollen. Domian, darf ich noch ganz kurz eine Sache sagen? Bitte. Als ich damals eingefahren bin, da war das noch alles nicht so extrem mit diesem ganzen Computerzeug und so, weißt du? Mhm. Ich bin da nicht drin ausgebildet oder so, weißt du, ich kenne mich mit Computer nicht aus und so. Und ich habe irgendwie das Gefühl heutzutage, bist du verloren, wenn du dich damit nicht auskennst. Völlig klar. Ja, diese ganze technische Entwicklung, ja, die ist irgendwie jetzt die letzten 2,5 Jahre so irgendwie auch relativ schnell vorangeschritten. Ja, ist völlig klar. Musst du dich auch rantasten. Dass ich da irgendwie völlig dran vorbei bin. Was meinst du, was Leute erzählen, die 10 Jahre im Knast waren? Ja. Dagegen sind 2 Jahre gar nichts. Da stelle ich mir, möchte ich mir mal vorstellen, wie die klarkommen sollen überhaupt nochmal. Ich garantiere dir, dass du dich da rantasten wirst können und die 2 Jahre holst du auch auf. Ja. So, wenn sich jetzt jemand bei uns meldet, der Interesse hat, dir eine Chance zu geben, dann bitte uns mailen und wir werden dich anrufen und uns mit dir in Verbindung setzen. Das ist das, was ich dir anbieten kann. Ja. Den Rest musst du machen und du musst dein Leben in die Hand nehmen. Mhm. Ja? Lieber ja, Ben. Weißt du was, ey, du bist einer der wenigen Menschen, denen ich glaube, zu sagen. Das ist sehr schön, dass du es sagst. Ja, absolut. Das freut mich. Ja. Lieber Ben, toi 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 und alles Gute. Ja, darf ich vielleicht noch ganz kurz einen Gruß loswerden? Okay, du darfst das. Ich möchte den Marius grüßen. Okay. Ja. Der hört jetzt garantiert zu, der weiß schon wo, ne? Alles klar. Werner, toi, toi, toi. Danke, ne? Tschüss. Tschüss, Dorian, tschüss. Ich hab vor ein paar Tagen auch eine böse Mail bekommen, dass ich zu viele Leute grüßen lasse. Habt ihr ja auch recht. Aber manche Leute lasse ich auch grüßen. Finde ich, ist das okay. Jetzt bei Ben fand ich das okay. Generell teile ich da eure Auffassung, das ist nervig, irgendwelche Leute von irgendwelchen Leuten gegrüßt und hin und her. Habt ihr recht? Also generell nein, aber in Ausnahmen bestätigen eben die Regel. Hier ist die Helen. Stimmt, ne? Helen. Hallo. Hallo, 21 Jahre alt. Richtig. Hallo. Liebe Helen, was ist dein Thema? Mein Thema ist Begleitservice. Begleitservice? Genau. Heißt das, dass du bei einem Begleitservice arbeitest? Richtig, also ich habe gearbeitet sozusagen.
Begleitservice hört sich immer so schick an. Ist das die Edelhure? Nein, das würde ich nicht sagen. Also ich will auch gar nicht, das ist eigentlich auch nicht, nee, eigentlich ist das nicht das Hauptthema. Also erstmal, Domian, ich freue mich auf das Gespräch. Ja. Das muss ich erstmal sagen. Hallo, schönen guten Abend. Und eine Sache muss ich noch zum letzten Patienten sozusagen sagen. Ja? Sind ja alles so Patienten von dir. Du hast auch deine Probleme, weil er sagt, du sitzt da so und dir geht's gut, und das finde ich auch nicht richtig, weil niemand weiß, was mit deinem Schicksal ist und so. Also wollte ich einfach nochmal meine Meinung dazu abgeben. Okay, das ist ja nett von dir. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall wollte ich das nochmal sagen. So, jetzt. Ja, du hast völlig recht, natürlich. Aber man sieht das immer irgendwie in Relation, ne? Denn natürlich im Verhältnis zu Ben und seinen Problemen geht es mir gut. Oder ich habe andere Probleme. Aber du hast völlig recht, das muss man alles erwähnen. Und niemand ist da, dem es absolut gut geht. Ich habe heute einen sozialen Tag, deswegen. Ja. Nee, Quatsch. Also auf jeden Fall, bei mir geht es darum, dass ich 9 Monate lang halt diesen Begleitservice sozusagen, wie, ja, auch Edelhure genannt, einfach auf Bestellung Sex für viel Geld gemacht habe und meinen Freund dabei auch betrogen habe. Also ich habe eine Beziehung gehabt, in der ich sehr glücklich war und noch bin, glücklicherweise, und das. Ach so, du warst in einer Beziehung und hast diese Begleitagentur-Sache gemacht. Genau. Und hast deinem Freund davon nichts erzählt. Ich habe ihm nichts gesagt. Kann das sein? Ich bin wirklich zweigleisig gefahren. Ich lese hier sowas auf meinem Computer, dass dein Freund Mark heißt. Richtig. Also und ich hoffe, diese Sendung guckt gerade niemand. Also mein Vater schläft. Meine Mutter schläft auch. Das ist okay. Und der Mark ist auch bei dir in der Gegend, im Zimmer? Genau, also wir sind zusammen heute Abend. Ah ja. Ich würde gleich auch gerne noch ein paar Worte mit dem Marc sprechen, wenn das möglich ist. Ja, das ist, denke ich, möglich. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt, warten wir noch ein bisschen ab. Okay, ja. Es ist auch gerade für mich wirklich ein richtiges Coming-out so in dem Punkt. Warum? Es ist jetzt seit 6 Monaten raus, und aber so richtig drüber gesprochen haben wir eigentlich auch nie, weißt du. Ja. Warum bist du in diesen Job reingegangen, obwohl du in einer Beziehung warst? Also meine erste Intention war wirklich nur das Geld. Verdient also man denn wirklich so extrem viel Geld? Auf jeden Fall. Was hast du für einen Einsatz? Ich kann damit locken, weil ich sage ehrlich, es macht nur Probleme. Was hast du für einen Einsatz einen Abend genommen? Also pro Stunde gab es 300 Euro. Mhm. Also da war für mich 150 Euro. Mhm. Also prozentual halt gesehen. Das andere musstest du abgeben. Aber es gab keine einstündigen Aufträge. Sie waren immer mindestens 2 Stunden. Und 2 Stunden waren sehr gut, weil man musste nicht so viel mit diesem Typen abhängen. Mhm. Und man hat seine 330 Euro gemacht, also für 3 Stunden. Ja. Gab es auch solche Einsätze, dass du erst mit jemandem, weiß ich, in die Oper gehen musstest und essen und dann erst? Ganz selten. Also wir sind mal essen gegangen, aber es war mir sehr unangenehm, weil Berlin ist zwar, also ich komme aus Berlin, ist zwar irgendwie sehr groß, aber auf eine Art auch ein Dorf. Also man will es ja auch nicht irgendwie, also ich zumindest wollte das nicht präsentieren. Vielen ist es egal, aber das war mir total unangenehm. Hattest du denn große finanzielle Probleme? Schulden gar? Was heißt groß? Groß ist auch relativ. Also für mich persönlich waren es große Schulden, weil ich auch nicht mehr leben konnte auf meine Art, weil ich mag es auch gerne mal Geld auszugeben. Ich möchte das tun, was ich möchte. Und wie hoch waren denn die Schulden, wenn ich fragen darf? So Dispo-Geschichten, bis zu 1000 Euro, dann dort Anwaltssachen mit Auto und Unfälle und hin und her. Also ich habe mich schon selber, es war mein eigenes Verschulden, und irgendwie wusste ich nicht mehr da rauszukommen. Was hast du denn beruflich sonst gemacht und vorher gemacht? Nicht viel, also ich habe eine Ausbildung zur Friseurin gemacht, weil ich auch einen schlechten Abschluss hatte. Ja. Wollte irgendwie weitergehen, Maskenbildnerei, tralala. Aber du hast die Ausbildung zu Ende gemacht als Friseurin? Nicht ganz, halbes Jahr vorher. Der Laden ist pleite gegangen und war aber am Kudamm, falls den jemand kennt, so Kurfürstendamm Berlin. Ist eigentlich. Na, den kennen wir ja alle. Ja, also es war auf jeden Fall ganz schick. So. Aber nicht mein Ding, Friseurin ist nicht mein Fall gewesen, zu wenig Geld. Jetzt hast du, du hast 9 Monate gearbeitet als in der Begleitagentur. Richtig. Und bist jetzt wieder raus? Mhm. Warum bist du wieder raus? Wegen meinem Freund. Wann hast du es ihm gebeichtet? Ich habe es ihm gebeichtet vor jetzt circa. Marc, wann war das? War circa ein halben Jahr, ne? 6 Monate. Ein halben Jahr. Und hast dann aber noch eine Weile weitergearbeitet? Nee, absolut nicht. Um Gottes Willen. Nee, aber wirklich nicht. Dann nicht, nachdem du gesagt hast, dann war Schluss? Dann war wirklich Schluss, Ist dir es leicht gefallen, es für ihn wieder aufzuhören? Oder ärgerst du dich ein bisschen? Nee, ich habe mich nicht geärgert eigentlich. Ich habe mich mehr über mich irgendwie geärgert. Also ich habe gemerkt, dass das einfach meinen Stolz auch verletzt hat auf eine Art.
und sein auch, weil ich... Dass du das überhaupt gemacht hast, oder wie? Ja, weil es ist so die einfache Schiene, weißt du, Domian? Das ist so... Ja, klar. Das dieses ist schnelle Geld. Ja, das ist die einfachste Schiene überhaupt. Es ist super einfach, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und so billig dann schon wieder. Ist dir das denn leicht von der Hand gegangen, die ersten Einsätze, oder war das... Nee, das war schon sehr schwierig. Also, ich brauchte das schon ein bisschen, aber ich... So sehr auch wieder dann nicht. Danach ging es dann einfacher, weil ich habe zu sowas auch nicht so einen Bezug, glaube ich mal. Hast du denn immer mit deinen Kunden, zumindest mit Kondomen, Sex gehabt? Auf jeden Fall, ja. Hast du, während du mit diesen Kunden Sex hattest, hast du an deinen Freund gedacht und ein schlechtes Gewissen gehabt? Nee, ich nicht. Du hast es ganz klar getrennt? Total. Und wie war das, wenn du dann mit deinem Freund wieder ins Bett gegangen bist, irgendwann privat? Ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach, weil ich irgendwie wirklich halt nach Wärme gesucht habe. Nach Nähe, nach Zärtlichkeit. Also das haben eigentlich diese Kunden auch versucht, also mit Streicheln, und die suchen ja auch irgendwo Wärme. Ja. Aber das ist halt was ganz anderes. Also. Was waren das für Leute? In welchem Alter zum Beispiel? Also für mich eher alt, weil ich bin ja circa 20 und die waren alle so circa 40. Eher reiche, etwas betuchtere Leute? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also viel Geld. Haben die dich alle, die du hattest, haben die dich gut behandelt? Sehr gut, auf jeden Fall. Also da war nichts, halt wie gesagt, warm, zärtlich, aber... Ja. Manchmal war mir das einfach gerade zu viel. Also das konnte ich vielleicht gerade nicht. Und dafür, glaube ich, gibt es dann auch so viel Geld, weißt du? Das glaube ich. Ärgerst du dich? Du ärgerst dich, ne? Dass du das gemacht hast, dass du dich da hast darauf eingelassen. Ja, irgendwie schon. Irgendwie verstehe ich das, weil ich sage so und so. Ich hab ja nicht irgendwie mich selbst betrogen. Vielleicht doch. Also ich habe halt einen Menschen betrogen, der mir eigentlich nie was getan hat, der immer für mich da war, der mich auch nie belogen hat, soweit ich weiß. Frag mal den Marc, ob er ein paar Worte reden möchte. Wenn nicht, akzeptiere ich das. Er nickt ab, also nicht. Nicht? Ja. Meinst du, dass er dir das vergeben hat? Was passiert ist? Das weiß nur er. Also ich fühle es so weit, weil ich weiß, dass er auch immer das Gute im Menschen sieht. Das habe ich erkannt bei ihm. Also er gibt sich ganz viel Mühe, sich zusammenzureißen. Aber auch er ist ein Mensch halt, weißt du? Ja. Das ist schon, und das tut mir halt auch weh. Er ist halt voll zerbrochen dadurch so ein bisschen, weißt du? Ja, also auf jeden Fall hat das jetzt eine heftige Spur hinterlassen in eurer Beziehung und auch in dir, diese Zeit. Auf jeden Fall. Aber immerhin finde ich es wirklich toll, dass er sagt, okay, lass uns nochmal... Wahnsinn. Manch ein Kerl hätte dich abgeschossen und das wäre es dann gewesen. Aber warum ist das so? Also ich bin jetzt nicht dankbar so auf die Art, oh danke, dass du mich behältst, ich bin so schlecht, aber weil das ist einfach so krass. Weil er ein toller Typ ist und er dich offensichtlich sehr, sehr mag. Und er dir und euch nochmal eine Chance gibt. Kann man dir nur gratulieren, dass du so einen tollen Freund hast. Also wenn das so ist, wirklich, also ich bin super glücklich deshalb. Also es ist, wie lange seid ihr denn eigentlich schon zusammen, ihr beiden? Jetzt inzwischen 3 Jahre doch. Drei Jahre. Ein bisschen mehr sogar. Vielleicht ist sogar diese Erschütterung, die da passiert ist, ist es vielleicht sogar eine Chance, dass die Beziehung noch intensiver und noch besser wird. So eine Festigung, meinst du? Ja, vielleicht auch von deiner Seite aus, weil du ihn vielleicht jetzt noch mehr wertschätzt, als du ihn vorher wertgeschätzt hast. Weil ein Mensch zeigt sich immer, Freundschaften beispielsweise zeigen sich immer, wie gut sie sind in Krisen. Und wenn er jetzt so zu dir hält und nach vorne schaut, finde ich das schon toll. Wirklich. Richtig toll. Naja, ich hoffe einfach, dass es gut läuft und war auch mal gut mit jemandem, mit einer dritten Person. Also klar habe ich eine Freundin oder so, mit der ich mal drüber rede, aber mal wirklich so öffentlich ist schon merkwürdig. Sehr interessant, aber es tut gut. Aber du hast gerade so im Nebensatz gesagt, so viel habt ihr auch gar noch nicht drüber gesprochen. Ja, es ist so... Man muss es ja vielleicht auch nicht tun, aber man sollte es auch nicht unter den Tisch kehren. Also wenn Marc hört ja sicher jetzt auch mit zu, wenn das Bedürfnis da ist, solltet ihr reden darüber. Ja, das sagt er mir auch oft, dann, wenn es da mal zum Streit kommt, nicht jeden Tag. Also wir streiten uns wirklich mal im Monat ganz heftig. Und dann sagt er auch, du kehrst es total unter den Tisch, du sagst nichts darüber, du gibst mir kein Zeichen, so hey, toll. Aber weil ich auch Angst habe, weil wenn ich dieses Thema hochhole, dann stehe ich natürlich wieder total... Ja, das musst du aber auch aushalten. Also wenn von seiner Seite aus der Bedarf besteht zu reden, dann musst du darauf eingehen. Und wenn es für dich auch peinlich ist und du auch dann da nackt stehst, dann ist es halt so, dann musst du es aushalten. Das musst du jetzt in die Waagschale werfen. Er hat auch sehr viel jetzt in die Waagschale geworfen.
Naja, gut. Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Das, also, hast du ja recht, deswegen sage ich es ja auch. Das ist ja richtig. Ja. Das ist halt immer alles ein bisschen, also sehr heikel, sehr, sehr heiß. Ihr Lieben, die Sendung ist gleich vorbei. Na klar, du, ey, war ganz klasse. War schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. Ganz toll, tschüss. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei meinen Leuten. Das war's für diese Woche von uns. Bedanke mich bei Uli Krapp, bei Katrin Pause, Marco Rössler, Matthias Neef, Pamela Koppay, Tim Stienauer, Max Fischer, Anja Baumann. Unsere Themen nächste Woche sind Dienstag der gefährliche Kick und Donnerstag Kinder aus Vergewaltigung. Ich wünsche euch ein gutes und schönes Wochenende und wir sehen uns wieder in der Nacht von Montag.